Moin, meine Freunde, willkommen zum Patch Rundown. Und heute, wie gesagt, ein sehr knackiger Patch, aber auch klar strukturiert, denn 6.17 weiß ganz genau, was es will. Na, da gibt es wirklich ganz klare Buffs und Nerfs und vor allem die ADCs und auch Klassen, die sich mit den ADCs beschäftigen, haben sehr viel Änderungen erfahren. Beginnen werden wir dabei zunächst bei Annie. Bei ihr im Prinzip nur eine kleine Änderung, witzigerweise Nerf. Na, das bedeutet, Tibbers verliert seinen Zorn nun schneller. Und das scheint erstmal, glaube ich, viele zu verwirren. Aber sie hatte vor kurzem auch eine sehr, sehr hohe Winrate auf der Midlane gehabt. Und Annie jetzt alles andere als nett. Gerade Tibbers ist wirklich ein super, super ätzender Charakter. Denn normalerweise will ja ein Mage alles raushauen, dann disengagen. Und Tibbers hat den großen Vorteil, dass er einfach weitermacht. Na, der macht nur Blödsinn. Und ist natürlich in diesem Zornmodus wirklich sehr, sehr gut. Also die Änderung ist fair. Wie aber bereits erwähnt, sind nur die ADCs der Kernaspekt dieses Patches. Das bedeutet, normalerweise haben wir Ashe, Sivir, Jhin als die ultimativen Competitive Supermonster. Natürlich ist Lucian noch dabei, der ist halt sehr, sehr safe, aber die drei, das sind so die Könige oder die Königinnen eher unter den ADCs. Ashe hat man nun versucht, als erstes so ein kleines bisschen anzugehen. Das bedeutet, der Base-Schaden von der Ultimate geht zurück. Ist eine faire Sache, weil die hat ganz schön eingeschlagen. Man muss dazu sagen, die Stun-Duration steigt ja, je länger er fliegt. Der Schaden ist aber immer gleich geblieben. Und 250 ins Face zu bekommen, es war nicht gut. Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Außerdem hat man nur gesagt, wir nehmen den Schaden vom Q runter. Das bedeutet also indirekt. Das heißt, man verkürzt die Duration, die man halt für diese vielen, vielen Schüsse zur Verfügung hatte. Das ist eine faire Sache. Denn Ashe konnte sich quasi ausnahmslos mit jedem duellieren. Du hast das Q aktiviert und da hast du einfach keine Chance mehr gehabt. Ich hatte eine Situation gesehen, wo eigentlich sie gegankt wurde und gefühlt drei Leute mitnimmt. Na, das war einfach insane. Und das liegt natürlich an diesem hohen Schadensoutput vom Q, der jetzt aber ein kleines bisschen runtergeht. Also wie gesagt, von der Duration. Ich möchte gleich auch erwähnen, dass ich nicht alle Änderungen durchgehe, sondern nur die, die für mich relevant sind. Und gerade bei der Diana fand ich es halt sehr, sehr interessant. Das ist nur eine kleine Änderung, aber die bewirkt nur, dass der Moonfall mehr Range hat, also beziehungsweise mehr zurückwirft. Und es soll einer Shockwave nahe kommen, aber ich denke, es ist noch weit davon entfernt. Ich habe hier mal beide nebeneinander gestellt und die Erhöhung von 150 auf 225, das ist jetzt nicht überragend. Das ist so fast ein Timo von der Range her. Aber ich denke, den Diana-Spielern würde es so ein kleines bisschen entgegenkommen, denn sie sieht man ja relativ selten. Gut, eine weitere kleine Änderung, die aber wiederum die ADCs betrifft, ist der Buff von Draven. Das bedeutet, seine Ultimate hat nun ordentliche Kosten und auch seine Cooldowns haben sich so ein kleines bisschen angepasst, denn es im Early Game länger ist, aber im Late Game dafür schneller zur Verfügung. Und ich denke, das ist okay. Wie gesagt, Riot will alle Main ADCs so ein kleines bisschen angehen, beziehungsweise alle versuchen auf das gleiche Level zu heben. Das heißt, von Ashe, Jhin und Sivir werden wir den Nerf sehen. Dazu kommen wir gleich noch. Und der Rest erfährt einen Buff. Und damit kommen wir quasi auch zu dem nächsten, und das ist nämlich der gute Ezreal. Er ist ein sehr, sehr interessanter oder der interessanteste ADC eigentlich, weil er geht eher auf On-Hit. Er hat ein sehr, sehr seltsames Item-Bild mit der Muramana. Im Prinzip ist es ziemlich der Einzige, der das überhaupt kauft. Und geht natürlich auf viel Cooldown Reduction Utility, gerade wenn er die Blue-Variante geht. Und für Ezreal war das quasi immer so der Mid-Game-Power-Spike, wo er übelsten Poke hat und damit natürlich auch seinen Hauptschaden nutzen, mehr oder weniger am Start. Und er ist einfach nur annoying, okay? Er ist nur nervig. Sein Schaden hat aber keine Late-Game-Charakteristika. Und das ist immer so sein großes Problem, dass man halt sagt, Ezreal fällt im späteren Spielverlauf ab. Das ist jetzt nicht überragend viel, weil er so viel Utility hat, aber es passiert. Und Riot versucht das Ganze nun auszugleichen, indem sie sagen, seine Passive soll ihm gefälligst mehr Attack-Speed geben. Und das ist auch, finde ich, der richtige Schritt, weil Hyper-Carries klassifizieren sich dadurch, dass sie unter anderem viel Attack-Speed haben. Normalerweise hat er bis zu 50% bekommen, wenn er halt ganz viele Spells trifft. Normalerweise reicht auch da die Ultimate, dann hat er im Prinzip alles Deck schon am Start, also nicht besonders komplex. Er kam dabei aber, wie gesagt, nur auf 50%. Jetzt kommt er auf über 70 und hat ein gewisses Level-Scaling da drin. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Variante. Ich denke zwar nicht, dass er die Attack-Speed so krass nutzt wie andere. Also er hat seinen Muramana, das ist definitiv nicht schlecht. Aber Ezreal geht nach wie vor nicht, oder normale Ezreal-Spieler gehen nach wie vor nicht auf Crit, weshalb er die Attack-Speed nicht so krass nutzen kann. Weil kritischer Schaden ohne Attack-Speed, das harmoniert einfach wunderbar miteinander. Ezreal kann es noch nicht. Ihn aber im Late Game so ein bisschen aufzufangen, beziehungsweise ihm da eine Stärke zu geben, ist das ja ein richtig guter Schritt. Okay, das ist ein wirklich guter Schritt gewesen.
Gut, als nächstes haben wir die Gangplank und das ist ein Charakter, der auf der Top-Lane, auf der Mid-Lane sehr lange die beste Overall-Performance hatte. Also ein sehr solider Charakter, immer noch gefürchtet im Competitive Play und er hat jetzt viele Nerfs erfahren. Nicht nur, dass die Basiswerte runtergingen und die Mana-Kosten auch auf den hier gestiegen sind, sondern seine Ultimate. Holy shit. Die tut mir halt so richtig leid, weil die hat mittlerweile den Cooldown von 3 Minuten auf erster Stufe. Das ist insane. Das ist wirklich sehr, sehr viel und der Base-Schaden ist dramatisch runtergegangen. Bei der höchsten Stufe geht das, glaube ich, noch, von 1080 auf 1020, aber auf der ersten von 600 auf 420, na, das ist super wenig. Er wird trotzdem noch Assists dadurch generieren und die Gegner verlangsamen können und so weiter, also die Utility ist technisch gesehen da, aber bezogen auf den Schaden muss der da ganz schön einstecken. Gut, als nächstes haben wir Gragas, wo sich eine sehr lustige Spielmechanik ändert. Denn Gragas ist einer meiner Lieblings-Jungler mit dem Runic Echo-Build. Einfach delicious. Ich liebe dieses Item-Build, wo er ganz deutliche Stärken und ganz deutliche Schwächen hat. Und nun sagt man folgendes. Man will den Bauchraum so ein Stück weit anpassen, was das Early-Game angeht. Das heißt, es hat ein bisschen mehr Cooldown. Und seine Ultimate hat nun eine feste Flugzeit. Normalerweise schwankt das quasi zwischen 0 Sekunden und 0,58. Jetzt ist es genau 0,55, aber was bedeutet das? Im Klartext heißt das, früher hat ein Gragas dich mit dem Bauchrammer zum Beispiel getroffen, dann warst du dann betäubt und er konnte das Fass ohne Probleme nachsetzen, denn die Travel Time war beinahe bei 0. Gerade im Nahkampf, also in der absoluten Nähe, war sie bei 0. Das bedeutet zum Disengagen oder zum Töten oder wie gesagt für die ein oder andere Combo war Gragas super gut ausgestattet und man konnte sich wirklich wenig wehren. Auf die Distanz natürlich hat die Ultimate eine relativ lange oder sag ich mal aktuelle Flugzeit gehabt. Und Riot hat nun gesagt, das Ganze hat viel zu wenig Counterplay. Sicherlich ist die Kombination mit dem Gragas-Stun, also mit dem Bauchrammer, immer noch möglich. Du triffst den Gegner, die Ultimate liebt jetzt zwar so ganz komisch, aber du kannst immer noch diese Combo ausführen. Diese Kombination, wenn du aber den Bauchrammer nicht treffen solltest, die früher funktioniert hat, weil das, wie gesagt, gefühlt keine Casting-Zeit hat, die ist nun nicht mehr möglich. Im Nahkampf liebt nun Gragas sein Fass. Es sieht super albern aus, aber es gibt den Gegner Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wie gesagt, die Kombinationsmöglichkeit mit dem Bauchraumer ist noch da, aber das Fass einfach so zu werfen im Nahkampf, das ist nun flashbar, das ist nun dashbar, weil es, wie gesagt, eine feste Travel-Time hat. Sieht super albern aus, aber ermöglicht dadurch mehr Counterplay. Gut, kommen wir nun zum Jace. Hier sind auch nur relativ kleine Änderungen gekommen. Das bedeutet, sein E hat nun einen festen Preis, was jetzt die Verwendung quasi dieses Donnerschlags oder so, also donnernden Schlags angeht. Finde ich eine faire Sache. Er hat schon genug Mana-Kosten auszugeben. Er geht zwar auf die Träne, aber das macht ihn nicht besonders schnell. Und außerdem hat nun die Hammer-Änderung auch kein AP-Scaling mehr bei dieser Ranged-Version, was auch einfach nur albern war. Also ich meine, er ist halt kein Hybrid so. Er geht halt wirklich sehr, sehr AD-lastig und ich finde, da sollte er auch ein AD-Scaling haben. Ob Jace nun massiv zurückkommt, denke ich nicht. Ich denke, das ist halt so eine Änderung, dass man sagt, hey Leute, wir haben ihn nicht ganz vergessen. Gut, das nächste haben wir Jhin. Hier kann man schon sehen, das ist ein relativ großer Text ist und Jhin ist für mich einer der Lieblings-ADCs, okay? Auch hier wieder ein Charakter, ganz klare Schwächen, ganz klare Stärken und das Late-Game und die Ultimate natürlich einer der Dinge, die sehr, sehr stark sind. Und Riot hat genau das Ganze anvisiert. Das bedeutet, die W-Fähigkeit ist immer noch von der Utility her gleich, macht nun auch mehr Schaden gegen Minions, hat aber ein schlechteres Scaling. Das bedeutet, wenn du mal von dem Ding getroffen werden sollst, sollst du nicht gleich explodieren, sondern gerade im späteren Spielverlauf fehlen dir da einfach diese prozentualen Verwertungen und du bist nur bei 0,5. Das ist bei Jhin. Also so eine kleine Änderung, wirklich sehr viel. Weil er hat, wie gesagt, sehr hohe Base-AD-Werte durch seine Passive. Der interessanteste Punkt ist aber die Ultimate. Das bedeutet, das Scaling ist nun in vielen Aspekten schlechter geworden und auch der Base-Schaden ist zurückgegangen und der Gegner kann auch die Ultimate nun besser sehen, ne? Bis wohin quasi die Geschosse fliegen. Ich denke, in vielen Aspekten ist das auch ein gerechtfertigter Nerf, weil diese Ultimate einfach super viel Utility zur Verfügung hat und lediglich der Damage mit dem fehlenden Leben, der wurde erhöht. Das bedeutet, der letzte Schuss ist nach wie vor ultra toxic. Okay, den kann man immer noch gut verwenden, wenn das Ziel wirklich wenig Leben hat. Aber der entscheidende Punkt bei dieser Ultimate war einfach die Utility. Okay, aus 1000 Kilometern konnte er sich an jedem Fight beteiligen. Er konnte den Fight disengagen, damit der Ultimate helfen und das Ganze halt mit Damage, mit diesem Brandschaden von Deathfire's Touch und natürlich auch mit diesem massiven Slow. Also die Kernessenz von Jhin ist nicht verloren gegangen. Es ist nur fair gegenüber anderen, dass sein Schaden etwas zurückgeht. Aber der letzte Schuss immer noch tödlich ist. Gut, jetzt kommen wieder noch ein paar kleine Änderungen. Das bedeutet, Jinx hat nun bezogen auf die Ultimate ein kleines bisschen mehr AD bzw. mehr AD-Scaling zur Verfügung, was ich sehr fair finde. Denn Jinx ist unter anderem verschwunden, weil die Ultimate im Nahkampf keinen Schaden mehr gemacht hat.
Okay, das war einfach super albern, weil es ja eine gewisse Cast-Zeit hat. Und dem Ganzen will man jetzt wieder entgegenkommen. Wie gesagt, die Kern-ADCs schwächen und dafür andere ein bisschen stärken. Die Folgen aber, dass man auf diese ADCs eingehen, sind natürlich, dass auch Tanks etwas geändert werden. Das bedeutet, Malphite hat einen guten Buff erfahren, was seine Schläge angeht und natürlich auch die Verwertung seiner Rüstung. Und ähnliches gilt auch für Poppy. Und das bedeutet, sie wurde ja gereworked und das war auch, denke ich, sehr lange ein voller Erfolg, bis einige Basiswerte genervt worden sind. Und ich denke, langsam aber sicher ist man wieder auf dem Weg, dass man Poppy wieder zocken kann, gerade mit dieser passiven Armor und MR-Verwertung, die sie ja zur Verfügung hat, ist man jetzt, denke ich, auf einem sehr fiesen Weg. Das bedeutet, auf höchster Stufe nun, oder beziehungsweise bei 40% des Lebens, 30% Bonus-Armor und 30% Bonus-Magieresistenz zu bekommen. Das ist sehr viel. Okay, das ist wirklich sehr viel. Aber ich denke, ja, kann man auf jeden Fall machen, ist kein Problem. Gut, und der letzte ADC, wir sind jetzt nach wie vor alphabetisch vorgegangen, ist nun die Sivir. Auch unfassbar dominant, hat eine stabile Laning Phase, kann wunderbar pushen, hat viel Utility, wenn sie zurückfallen sollte und hat perversen Damage in der Fläche, wenn sie vorne liegen sollte. Wright hat sich nun überlegt, trotzdem eine Anpassung vorzunehmen. Das bedeutet, die Ricochets haben nun eine schlechtere AD-Verwertung, was ich okay finde, okay? Weil das bedeutet, du kannst halt im Early Game trotzdem noch damit gut pushen, du kannst damit was anfangen, aber später sind halt die Crits und die Gesamt-AD-Werte natürlich schwächer, weil die waren wirklich insane. Wir haben ja alle dieses 8-Minuten-Game gesehen und diese 900 Farmwerte werden dann nur mit Sivir erreicht, weil sie natürlich wirklich durch das gesamte Team crittet, okay? Das ist eine faire Sache. Da aber natürlich AD-Scaling-Änderungen jetzt erst im späteren Spielverlauf etwas bewirken, hat man nun gesagt, wir müssen noch die Ultimate ändern. Denn die Movement Speed ist immer noch drauf, das heißt, die Utility ist da zur Verfügung. Aber für Sivir war es natürlich auch ein DPS-Tool. Das heißt, wenn man Punkte in der Ultimate drin hatte, hat die Ricochet-Aktivierung die Attack-Speed gegeben. Das Ganze ging sogar bis zu 80% hoch. Und wir haben über Ezreal geredet, der jetzt knapp über 70 kommt. Das hatte Sivir schon die ganze Zeit. Ne? Und das ist ein bisschen zu viel. Das bedeutet, man kriegt ja zwischen 30% und 60% während der Ricochet-Aktivierung. Und ich denke, das ist fair. Okay? Sie hat halt wirklich, also 80% Bonus-Attack-Speed und das fast die ganze Zeit über die Ricochets zu bekommen, die ja ohnehin die größte Schadensquelle sind, das war ein bisschen OP. Das bedeutet, hier hat man, denke ich, eine gute Änderung vorgenommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man auch das Ganze aufs Early-Game gemacht hat. Ich denke, man hätte einfach gesagt 40%, 50%, 60%. Aber hier hat sie nun auch am Anfang gespielt, etwas mehr zu knabbern. Gut, und der letzte Champion, den ich jetzt persönlich für relevant halte, ist die gute Vi. Und das heißt, bei ihr hat man nun gesagt, wir müssen das zwingend das Early Game stärken. Im Late Game ist ja jetzt eigentlich gar nicht so bad. Sie hat eine sehr klar strukturierte Ultimate, die einfach jeden Kampf entscheiden kann. Und ihre Scalings sind jetzt auch nicht so bad. Gerade das W gibt ja sehr, sehr viele Bonuswerte, prozentuale Schaden, das ist alles da. Das Einzige, was man nun gemacht hat, ist das Early Game stärken. Das bedeutet, sie hat den Schild schneller zur Verfügung. Das Q wurde ebenfalls aufs Early Game angepasst. Das bedeutet, die Cooldowns sind ein bisschen zurückgegangen und auch die Knockback Range ist nun immer gleich, beziehungsweise die Knockback-Dauer eher. Die hat ja geschwankt, also wie lange du quasi dein Q gecharged hast, nun ist es ein fester Wert und man hat hier sich für den höheren entschieden. Gut, und eine letzte kleine Änderung betrifft Turrets. Das bedeutet, die Aggro wurde normalerweise nur dann gezogen, wenn der Gegner Champion und du auch in Turret-Reichweite waren. Nun ist es so, dass das Diven anstrengender wird, weil wenn du unten der Turret-Reichweite bist und der Gegner Champion quasi nicht mehr, kriegst du immer noch die Aggro, wenn du ihn beschädigst. Also der Hilferuf, ja, der ist nun ein kleines bisschen erhöht worden von der Reichweite. Ja, die Champions sind nun lauter, was das Hilfeschreien angeht. Ist, denke ich, eine ganz gute Sache, die das Diven etwas schwieriger macht. Gerade bezogen auf die Turret-Änderung auf der Botlane. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rind.